Lamborghini verlässt. Let's go. Ist so schlecht. Aber denk nicht, dass ich aussteigen werde. Wirklich, Max. Niemals. Digga, das ist Pfefferspray. Das ist Pfefferspray. Du fährst jetzt hier rechts ran und steigst aus. Hey, bist du verrückt? Das ist total gefährlich. Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute habe ich wieder einen Special Guest dabei und zwar King Crymix. Was geht ab? Ja, Freunde, ihr habt es gerade schon im Intro gehört. Leute, heute wollen wir was richtig krasses machen, Max. Wir werden machen 10.000 Euro, wer als letztes den Lamborghini verlässt, ja. Das heißt, wir beide haben jetzt ungefähr 2-3 Stunden Zeit, uns vorzubereiten, Süßigkeiten zu holen, alles. Und dann treffen wir uns hier direkt vor McDonald's wieder. Hast du Bock, Max? Ich hab Bock auf 10.000 Euro. Let's go, Freunde, würde ich sagen. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich bin jetzt angekommen im Rewe. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal gemeinsam rein, Leute. Wir müssen mich erstmal vorbereiten auf die Challenge heute. Wer als letztes den Lamborghini Urus verlässt, Leute. Das heißt, gehen wir jetzt erstmal rein. Ich brauche auf jeden Fall richtig gute Sachen. Boah, ey, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich sag euch ehrlich, schreibt mir in die Kommentare, wer wird drin. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie der durchhalten wird. Es geht ja auch um viel Geld. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das schaffen werde. Alter Leute, schaut mal, die haben sogar Paulberger Limo hier. Richtig krass. Da nehme ich erstmal eine Palette mit hier. Ach, wisst ihr was, ich nehme gleich noch ein paar mehr mit. Kann man ja nie genug haben, ne? Boah, ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich brauche da einen ganzen Wagen für langsam. Damit ich auch noch lange wach bin. Ich habe jetzt mir ganz viel Limo hier geholt. Bisschen Red Bull muss auch immer sein, dass ich auch richtig lange durchhalte und nicht einschlafe. Auch so normale, wo sind denn die hier? Zack. Auch immer ganz wichtig. Powerade könnte ich noch gebrauchen. Da sind die Kleinen, die sind geiler. Ich finde die Kleinen besser als die Großen. So, Getränke habe ich auch genug. So, jetzt geht's zu den Süßigkeiten. Oh, Leute, Reese's hier. Die sind auch richtig nice. Komm, Max muss die mit essen, die sind richtig scharf. Die sind auch lecker. Digga, nehmen wir erstmal jede Sorte hier mit hier. So. Hey Leute, ich sag euch ehrlich, ich nehme mir jetzt hier noch so einen Koffer mit. Ich weiß ja nicht, wie lange ich da im Auto bleiben muss. Deswegen nehmen wir den auch noch mit. Den kaufe ich hier. Ich werde alles, auch meine ganzen Klamotten alles mitnehmen. So Leute, ich bin ja auch bei der Challenge dabei. Ich frage mich so ein bisschen, warum, weil eigentlich habe ich ja meinen eigenen Lamborghini, Leute. Ne? Und deswegen werde ich einfach in meinem eigenen Lamborghini mitmachen, Leute. Ich habe auch mir ein bisschen Proviant mitgenommen, um ein bisschen was zu zocken. Das zeige ich euch alles gleich. Digga, die haben eigentlich eh keine Chance, gegen mich zu gewinnen. So Leute, hier ist auf jeden Fall der Schlüssel. Let's go, Mann. Auf jeden Fall, zack. Da geht der Lambo auf, Leute. Oh ja, Bruder. Dann zeige ich euch, was ich alles dabei habe, Leute, für die Challenge. Zack. Boah, richtig geil. Ich liebe es, Leute, im Lambo zu sein. Riecht ja auch immer so geil drin. Das riecht noch so richtig nach so, ich weiß nicht, so Lamborghini-Leder oder so. Und zwar auf jeden Fall habe ich einmal dabei. Ja, nicht meine Lieblingstakis, meine Zweitlieblingstakis. Und zwar die Barbecue Blast, Leute. Die sind richtig, richtig geil. Die habe ich auf jeden Fall einmal dabei. Ja, Leute, ich nehme hier noch so eklige Chips mit. Du musst Max dann auch essen. Digga, guck mal, wie eklig die sind. 128 Euro und 1 Cent muss ich bezahlen. So Leute, was ich natürlich auch mitnehmen muss, wenn ich schon mit Max gleich im Lambo sitze, ist natürlich die Burger-Pommes-Limo, Leute. Ganz, ganz wichtige Sache. Heute um 18 Uhr ist es soweit, Leute. Dann kommen die Burger-Pommes mit einer Müsli-Schale, mit einer handsignierten Autogrammkarte von Lukas und mir und auch dem Hoodie raus, Leute. Richtig nice. Seid dann immer schnell. Schreibt in die Kommentare. Gönnt ihr euch den Merch, ja oder nein? Let's go. So Leute, ich bin jetzt hier mit meinem Auto. Jetzt zum nächsten Spielzeugladen gefahren. Und hier hole ich mir jetzt auch erstmal Spielzeug in den Nerf. Also ich mag es auch die ganze abschließen. Ich bin echt gespannt, wie er sich darauf vorbereiten wird. Alter Leute, richtig fett. Die haben auch so Nerf-Guns. Ich nehme auf jeden Fall so eine Nerf mit. Die ist ja auch richtig fett. Leute, ich habe jetzt alles. Ich habe mir hier noch so einen Haufen geholt hier. Ich würde sagen, damit bezahle ich das jetzt alles. Und sehen wir uns gleich, wenn ich bei King Crymix bin. So Leute, ich gehe jetzt hier mal bei der Tankstelle in so ein Rewe to go rein. Da werde ich mich jetzt hier mal richtig krass ausrüsten für die Challenge. So, gucken wir mal, Leute, was wir hier so Schönes kriegen. Wir brauchen auf jeden Fall was Gutes zu essen, was zu trinken. So, ich nehme auf jeden Fall hier schon mal Red Bull mit, zuckerfrei, Leute, damit wir natürlich auch schön lang durchhalten und lang wach bleiben. Haben wir noch, ich nehme hier noch eine Wasserflasche mit. Okay, also ich glaube, trinkmäßig sind wir schon ganz gut ausgestattet. Jetzt natürlich noch ein bisschen was zu snacken. Boah, Leute, die haben ja überkrasse Sachen hier. Boah, guck mal, hier gibt es Doritos. Boah, die sehen echt lecker aus. Schön Cheesies, die nehmen wir mit. So, Freunde, ich habe mich jetzt hier mal ausgestattet. Schön ein bisschen Energy, Leute. Eigentlich nicht so gut, aber heute müssen wir lang durchhalten. Noch ein bisschen Wasser und hier Käsechips, Leute. Doritos, beste. Und Freunde, ich werde mir nämlich noch ein bisschen was von Marvin direkt mal klauen. So, Leute, ey, ich bin bestens vorbereitet. Ey, ich bin mal gespannt, was Max für Sachen hat. So, Leute, ich muss jetzt erstmal auf Max warten, bis er hier kommt. Ey, da bist du ja schon! Hä, hast du gar nichts hier an Sachen geholt, oder was? Doch, doch, ich hab mir auch schon was geholt. Schon ins Auto gepackt, ja, oder wie? Ich bin im Auto drin. Mach dir mal darum keine Sorgen. Ja, okay, dann bin ich gespannt. Ey, Max, ich würde mal sagen, wir machen erstmal Xing Shang, schauen wir jetzt erstmal fährt, okay? Okay. Schere, Schasch, Papier. Nein! Easy win, ey, Mann, du darfst erstmal fahren. Ja. Okay, dann lass mal einsteigen jetzt, ne? So, später fährst auch du mal. Ja, okay, so, Leute, jetzt geht's rein. So, Leute,
Ich habe jetzt hier alles am Start. Dann habe ich dabei eine Nintendo Switch, eine Cherry Freeze Prime. Das ist meine Lieblings-Prime-Sorte, falls es jemand noch nicht wusste. Einmal hier Ice Pop Energy Prime, Leute, falls man mal ein bisschen müde wird, ne? Oh mein Gott, die Burger-Pommes-Limo. Die werde ich mir direkt aufmachen, sage ich euch ehrlich. Es gibt nur ein Problem, Leute, und zwar der Labor hat kein Getränkehalter. Das heißt, ich muss die exen, Leute. Und dann aber auf jeden Fall nochmal hier die Takis Original. Die sollen ruhig im anderen Lambo chillen, Marvin und so weiter. Aber für mich ist das hier absolut easy. In meinem eigenen Lambo, in meiner eigenen Garage, Bro. Besser geht's gar nicht. So, hier ist die Burger Pommes Limo, Leute. Oh, ja, Bruder, Alter. Oh, das läuft über im Lambo. Nochmal Glück gehabt, Leute. Alter, schmeckt die geil, Bro. Oh mein Gott, die sieht so nice aus, Leute. Mm. Mm. Bro, richtig geil. Leute, wenn ihr die habt, stell die unbedingt in den Kühlschrank. Ich sage euch, kalt schmeckt die am allerbesten, Leute. Ganz wichtig, ne? Weil wenn ihr eine beim Merch dabei habt, lieber kalt stellen und genießt die lieber kalt, Leute. Zocken wir mal ein bisschen Nintendo Switch, Leute. Und zwar, ihr seht schon. Ey, ich hab hier alles. Ey, ich bin bestens vorbereitet, sage ich dir. Ey, ich hol mir die Kohle, sage ich dir. Du wirst gar keine Chance haben. Oh Marvin, du quatschst schon wieder so viel. Ja, komm, wirst du sehen, Max. Dann lass mal erstmal starten, ne? So, so. Hier, zack, erstmal. Alter, die... Das Auto ist ja richtig krass, ey. Wo hast du das denn organisiert? Richtig fett. Das hat natürlich auch ein Lambo. Ey, aber du weißt, ne? Nicht zu schnell fahren. Du weißt, mir wird schlecht. Keine Sorge. Du, Max, ich habe auch jetzt gerade noch mal richtig Hunger. Ist mir jetzt gerade noch mal eingefallen. Da würde ich sagen, lass uns mal jetzt erstmal hier noch in den Burger, in McDonald's McDrive reinfahren, ne? Ey, Leute. Ey, Mann, komm. Bro, du kriegst dir keinen Digga. Hast du mal gesehen, wie du immer isst, Alter? Ja, so ist richtig, Marvin. Mhm. Ja, lass uns jetzt mal Burger Pommes noch holen. Hey Digga, ja fährt einfach, wo fahren wir denn jetzt hin? Robert, du wirst schon sehen, wo wir hinfahren. Ey, aber nicht auf der Autobahn, okay? Doch klar fahren wir jetzt auf die Autobahn. Ey Max! Du musst doch hier auch mal ein bisschen den Lambo kicken. Digga, oh, Leute, ihr wisst genau, ich habe Angst davor. Ja, dann mache ich erstmal schön den Sportmodus. Ey Max, nee, komm. Dass du die richtige Geburt machst. Oh Mann. Und dann habe ich die Challenge schon wieder gewonnen. Ja. Erstmal ein Red Bull gönnst du dir? Ja, Bro. Schon müde oder was? Ich sag dir ehrlich, ich werde direkt vorsorgen. Ja. Ich werde hier 24 Stunden lang durchhalten und durchfahren. Ey, Max, auf gar keinen Fall, du wirst echt verlieren. Ich habe mir so krasse Sachen rausgesucht. Ich gönn mir erstmal ein bisschen hier was. Übrigens, ein Red Bull habe ich übrigens auch. Oh, okay. Ja. Du machst die gleiche Taktik wie ich. Ja. Ey, guck mal, was ich mir noch gekauft habe, weil ich ein Ehrenmann bin. Paul-Berger-Limo. Ja, richtig geil. Ich habe aber auch Paul-Berger-Limo dabei. Hä, als ob? Ich habe die zwar gerade nicht gekauft. Ja. Weil noch nicht bei der Tankstelle, aber ich habe mir eine ganze Palette von zu Hause mitgenommen. Boah, ich habe mir noch Takis geholt. Keine Angst, ich sau das Auto auch nicht ein, was du hier organisiert hast. Ey, ich weiß, wie du Takis ist. Ja, ich fände jetzt erstmal weg, während Max hier fährt. Natürlich, welches Spiel ist ausgewählt? Leute, Mario Kart, ganz, ganz wichtig. Ich würde jetzt echt gerne die Limo abstellen. Wisst ihr was? Weil ich das ja in der Garage mache, stelle ich die jetzt einfach mal kurz aus dem Auto raus, weil ich habe, wie gesagt, leider keinen Getränkehalter, Bro. Das ist das Einzige, was mich am Lambo stört. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt die Challenge mitmachen soll. Es ist so easy für mich. Ich kann mich hier einfach schlafen legen, Bro. Also, keine Ahnung, es ist so einfach, weil ich einen eigenen habe. Wisst ihr, wie ich meine? Hey, Max, ich habe eine richtig krasse Idee. Magst du eigentlich scharf? Hä? Magst du scharfes Essen? Ja, klar, Max. Wir machen jetzt eine Challenge. Ihr habt die schärfsten Takis hier, die es gibt. Wenn du die nicht isst, dann musst du das Auto verlassen. Alter. Okay, zeig mal, wie die aussehen. Nitro. Boah, was? Die sind ja, die kenne ich gar nicht. Ja, die sind richtig krass. Die blauen, sind ja schon. Willst du mal essen? Ja. Test mal, also der ist echt scharf. Boah, Leute. Boah, das ist doch null scharf. Boah. Hä? Das ist doch gar nicht scharf, gib doch mal rein. Digga, als ob du das so magst. Digga, die sind ultra scharf. Leute, schreibt mal in die Kommentare, findet ihr auch, dass die voll scharf sind? Leute, der wird sehen, ich werde da richtig krasse Sachen rausholen. Der wird das Auto gleich verlassen. So Leute, ich habe jetzt auch gerade die ganzen Takis weggefetzt. Ich chill jetzt erstmal ein bisschen. Oh, ey, Max, mach mal locker jetzt, ne? Oh, ich will doch, dass du hier mal langsam aussteigst. Ey, gib mal nicht so Gas hier. Erstmal Sportmodus an hier. Alter, Leute, Max gibt schon wieder total Gas hier, ey. Aber natürlich unbegrenzt. Ja, hier ist unbegrenzt. So Leute. Boah, ey, Max, hör mal auf, so Gas zu geben, ey. Und jetzt bremst der auch noch total. Boah, wir fahren mindestens schon, ey. Oh Leute, wir sind gerade 300 gefahren. Digga, ich bin so am Schwitzen, mir geht's echt gar nicht. Max, schwimm mal bitte ein bisschen. Du bist so ein Quatscher, Bro, wir sind 180. Ey, Digga, das waren mindestens 350. Digga, ich finde, der Wagen fährt gar nicht so schnell. Boah, siehst du mal, die ist runterschaltet die ganze Zeit, ne? Das ist halt ein Sportler. Ey, du bist echt krank, bist du, sag ich dir ganz ehrlich. Ey, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, Max hat mich so auseinandergenommen mit dem Fahren, der ist so schlecht gerade geworden. Der bleibt da ganz cool die ganze Zeit. Ich habe ja hier richtig viele Süßigkeiten. Und ich würde sagen, Max muss die jetzt mal mitessen, ne? Max,
Ich hole mir jetzt ein paar Süßigkeiten, die ich jetzt fetzen werde. Und du musst die auch essen, wollte ich dir nur sagen, ne? Sonst musst du das Auto verlassen. Willst du mal Erbsenchips essen? Was holst du denn für einen Müll alles machen? Guck mal, weißt du, was ich geholt habe? Wie, was hast du dann geholt? Ach so. Digga. Das sind geile Chips hier. Das, damit hast du dich vorbereitet? Ja. So, das sind deine Dinger hier. Ja. So, lass mal testen hier. Ja, die sind richtig ekelig. Hä? Da ist ja Käse drin. Das ist das. Nee. Digga, Leute, ich esse die nur, weil ich 10.000 Euro will. Oh. Boah, Max, ey, du musst hier unbedingt rechts ranfahren. Alter, was hast du denn? Oh. Ey, mir geht's überhaupt nicht gut. Boah. Ey, Leute, ich glaube, ich muss mich übergeben. Aber ich steig nicht aus. Du weißt, dass du verlassen hast. Nein. Wenn du jetzt hier aussteigst, hast du doch verlassen. Ich steig nicht aus. Boah. Oh, du steigst doch gerade aus. Leute, ich brauch Luft, ey. Ey, ich hasse dich dafür. Oh, du bist so schlecht. Aber denk nicht, dass ich aussteigen werde. Wirklich, Max, niemals. Und fall doch raus. Nein, ey, hör auf jetzt, ey, lass mich in Ruhe. Nee, okay, Leute, lass mal weiterfahren. Ich muss gerade einfach durch mein Handy-Display gucken, Bro. Das ist ein bisschen anstrengend. Ja, okay, nice, Leute, wir spielen jetzt einfach mal die Runde fertig. Das kriegt Max jetzt zurück. Ich habe jetzt eine richtig gute Idee. Und zwar, ich mache jetzt hier seine Heizung einfach auf volle Pulle. Der wird jetzt richtig heiß, Leute. Siehst du, volle Pulle. Jetzt geht's richtig ab, Leute. Let's go. Max wird jetzt richtig schwitzen. Das ist ja richtig krass, was du machst. Ja, du wirst richtig schwitzen, jetzt glaubt mir. Ich hab's doch schon wieder runtergetan. Ey, was soll das denn? Der schummelt die ganze Zeit, Leute. Max, schau mal hier an eine Scheibe ein bisschen. Da ist ja auch Dreck und so, ne? Ja, ich hab die Sitzheizung angemacht. Ich find's richtig heiß bei ihm. Oh, geil, Sitzheizung. Boah, richtig schön angenehm. Mann. Du, Marvin, jetzt musst du hier die ganze Zeit dein Müllzeug da essen. Ja. Jetzt machen wir mal was ich haben will. Was denn? Und zwar, guck mal da unten, ich habe eine ganze Palette Paul Berger Limo mitgenommen. Hä, wieso das denn? Ja. Digga, Leute, die habe ich gar nicht gesehen. Wirklich jetzt? Ja. Geisteskrank. Welche Sorte willst du denn? Gib mir mal eine Pfirsich. Ja, ich nehme mir auch eine Pfirsich, Max. Nee, dann Bubblegum. Och, Mann, ey. Ist auch richtig schön gekühlt. Ja. Schöner, kalter Paul Berger Limo Geschmack. Cheers, ne? So, Leute, ich fette jetzt richtig weg. Ich glaube, Max will einfach, dass ich ganz hier auf Toilette muss. Du musst ja eh mal so schnell pinkeln, ne? Vielleicht kann ich auch so die Challenge gewinnen, indem du vorher pinkeln musst. Shit, da hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ich hab die Windeln vergessen. Oh mein Gott. Du wolltest jetzt hier eine Windel anziehen? Ja, natürlich, Mensch. Es geht auch um Geld und alles. Du kannst die vergessen. Leute, jetzt Paul Berger Limo, ihr wisst Bescheid. Online abchecken oder Edeka Netto. Trink gut. Ja, dann mach das gerne mal. Ich trinke die jetzt, fetz jetzt richtig weg. Ich habe die ganze Limo weggetrunken. So Leute, wir machen jetzt einen Fahrerwechsel. Ich lege das Ding jetzt hier hin. Dann kletter ich jetzt hier rüber, Max. So Leute, ich bin jetzt hier rüber geklettert. Jetzt bin ich der Fahrer. So Max, jetzt kannst du was erleben. Pass mal auf, gleich wirst du aussteigen. Kein Problem, ich habe nicht so Angst wie du. Funktioniert das jetzt hier alles, Leute? Oh, weiß nicht, wie man ein Lambo fährt oder was. Fuß auf die Bremse. Zack, jetzt hier, erster Gang ist drin. Und jetzt? Ja, jetzt einfach fahren. Leute, ich oder weißt du nicht, wie man ein Auto fährt? Nee. Oh. Oh, warte mal, du weißt nicht mal, wie man Auto fährt? Nee. Ey, warte halt wieder an, wir wechseln. Oh, warte mal, wo ist das? Ey, ja, ich dachte, das wäre Gas, Mensch. Ey, wie du schrottest jetzt hier den Lambo. Max, hast du eigentlich schon Angst, wenn ich fahre? Ja, ein bisschen. Ja. So, dann gucken wir mal, Leute, was wir hier so Schönes machen können. Okay. Erstmal wirst du mit Takis hier abgefetzt. Ey, hör auf, Max, mal, lass das. Ich muss hier fahren. Hallo. Boah, oh mein Gott, damit werde ich dich hops nehmen, Bro. Was denn? Du checkst gar nicht, was ich hier gerade hab. Du nimmst gerade meine Sachen, oder was? Du checkst gar nicht, was ich hier gerade hab. Digga, ich muss Auto fahren, hier auf mich abzuschießen. Alter, Leute! Ich glaub, Max spinnt wohl. Alter, Leute, Marvin wird richtig fertig gemacht. Ey! Oh, jetzt hast du weggemacht. Ich fahr jetzt mal schneller. Ey! Ey, Leute, ich komme hier gar nicht nach vorne, weil der so Kickdown macht. Ah. Junge, du drehst ja völlig durch jetzt. Ja, hast du Angst? Oh! Jetzt sagst du nichts mehr, ne? Ey, mach mal langsam, übertreib nicht. Ja, gleich wird er ganz schlecht. Okay, Leute, wir haben es auch mittlerweile schon ein bisschen später übrigens. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Switch gespielt. Ich bin jetzt auch ein bisschen müde. Ihr seht schon, hier ist das Licht ausgegangen. Und Leute, ich trinke jetzt nochmal hier die Burger Pommes Limo fertig. Die habe ich jetzt hier mal stehen lassen. Mmh. Richtig geil. Ich sage auch ehrlich, Leute, ich habe auch einfach gar keinen Bock mehr. Ich werde jetzt einfach rausgehen. Weil, ja, Digga, das ist für mich nicht mal eine Challenge, Alter. Wieso soll ich die überhaupt machen? Zack. Und damit sind wir raus, Leute. Aber lasst ein Like da und kostenlos Abo. Leute, das Ding ist, Marvin, früher oder später wirst du aufgeben, weil es gibt eine Sache, die habe ich dir nämlich nicht verraten.
Was denn, Max? Ich habe nämlich noch im Vorfeld eine Sache besorgt. Ja. Hab vielleicht ein bisschen gecheatet, weil das gibt's nicht im Supermarkt, was ich besorgt habe. Aber damit wirst du garantiert aufgeben. Hä, nee, niemals. Doch, du wirst garantiert aufgeben. Ich werde es verlassen. Ja, alles gut, wir werden schon sehen. Ich mache jetzt erstmal hier eine Sauna draus, sage ich dir. So. Alter, bei dir. Du hast bei dir warm gemacht, du Bummi. Bei mir ist schon schön 22 Hä? Grad. Nee, bei dir war ich auch ganz heiß. Du musst jetzt erstmal hier runterfahren. Digga, ich bin der Fahrer. Ich sag, wo wir lang fahren. Das Navi sagt, wo wir lang fahren. Ja, das mach ich einfach raus. Fahr ich einfach so, wie ich Lust habe. Leute, es wird jetzt hier Zeit, meine Geheimtaktik zu aktivieren. Was denn, Max? Ja, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Ich habe da nämlich eine Sache in meinem Handschuhfach versteckt. Und zwar, Marvin, ich will jetzt nämlich, dass du rechts ranfährst, ja? Hey, wieso? Guck mal, was ich hier habe. Digga, das ist Pfefferspray! Das ist Pfefferspray. Du fährst jetzt hier rechts ran und steigst aus. Ey, bist du verrückt? Das ist total gefährlich. Oh, ist mir egal. Es ist mir egal. Hier, Abwehrspray. Hier, schön ranfahren, Digga, an die Raststätte. Digga, das ist total schubbelnd. Schön ranfahren hier. Ey, wegen dem... Ey, aussteigen. Das ist total gemein, Max. Aussteigen. Guck mal, ja, hier. Okay, ich hab meinen Finger schon auf dem Knopf. Ja, du hast gewonnen. Ich hab meinen Finger schon auf dem Knopf drauf. Digga, ich hasse dich. Wegen dir verliere ich die Challenge. Das Cheaten ist gleich. Bin ich sauer auf dich, Max. Mann. Ey, Leute, das Ganze ist natürlich nur eine Attrappe. Ich hätte ihn natürlich niemals mit Pfefferspray in die Augen, aber er hat's geglaubt. Der Plan ist aufgegangen. Ey, du bist ja ausgestiegen. Ja. 10.000 Euro. Ja, du bist das, was ist das eigentlich? Bro, das ist nur eine Attrappe. Das ist gar nichts. Das ist, als ob ich dich mit Pfefferspray abspritze. Mann, ich hasse dich, Mann. Ah, easy win, Bro. Easy win, Leute. Leute, lassen doch noch oben da kostenlos Abo. Ciao.